es werden soll? Ein Brautkleid. Hat der Stein gesagt, für... Was du alles warst? Herr Stein, ist dieses Kleid die letzte Arbeit von Frau Vogler gewesen? Was? Nein, nein, der letzte Auftrag für ein solches Kleid liegt Monate zurück. Aha. Wow, ist das schön. Sowas wird dir bestimmt auch gut stehen. Dazu braucht man einen Mann. Da sagt das Mädel immer, dass sie länger bleiben muss, weil sie ihre Arbeit nicht schafft. Und dann... Naja, aber ist das nicht eine Pracht? Na, schauen Sie sich das an. Naja, aber wir sind ein Maßatelier. Die es tragen wollte, braucht es jetzt nicht mehr. Die Claudia Vogler. Und der Bräutigam wohl auch nicht. Herr Dr. Weiring, würden Sie das bitte anziehen? Der Alfons Tritscher wollte sich umbringen, weil Sie angeblich ein Verhältnis mit seiner Freundin hatten. Das ist schön. Wie bitte? Das behauptet der Tritscher. Da sehen Sie. Das sind doch die Hirngespinste eines Alkoholikers. Da sind wir gerade dabei. Sie haben sich ja nicht... Kann es sein, dass der Herr Redl die Frau Vogler schikaniert hat, damit sie auszieht? Sie hat einen günstigen... habe. Sie müssen die schlechte... Nein. Wann ist es denn soweit, wenn man fragen darf? Was? Ihr sagt nur, ihr heiratet nicht. Der Rex und ich, wir machen die Trauzeugen. Aber nur, wenn du deinen maßgeschneiderten Kommunionsanzug anziehst. Hm. Stattdessen machst du eine Entziehungskurde, wie? Nein, das... Jetzt verstehe ich. Also, naja, wie er gesagt hat, was er für die Claudia alles durchgemacht hat. Die hatte einen anderen Bräutigam im Auge. Ich hab geglaubt, das ist nur Spaß, wie sie damals bei mir ausgenommen. Nein, es war ihr sehr ernst. Das musst du den Rex fragen. Deiner Schnauze. Schein. Rex! Oh! Na, Rex, komm. Ja, alles ist gut. Alles ist gut. Jetzt kann der Gefängniszellen sanieren. Na, ob er dafür einen Käufer finden wird? Frag dich nur, was wir jetzt mit dem kleinen Streuner machen. Wir könnten ein Inserat aufgeben. Der Alfons fährt jetzt zurück aufs Land. Wir haben noch gebadet.